Jo, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Beyond Census, Leute. Wieder mit am Start ist auf jeden Fall der K-Man. Hallöchen. Ja, Leute, wir wollen heute mal wieder weiter zocken und wir wollen heute mal nochmal so ein bisschen durcheinander die Spielmodis testen, würde ich sagen, oder K? Na klaro, macht doch Spaß. Das heißt, Jagd, Egoist und natürlich auch die verschiedenen Maps zocken. Und ja, die Entwickler haben uns gesagt, wir sollen auf Horrorhaus auf jeden Fall mal das Monster Wallach nehmen, weil das wohl nochmal extra irgendwie geil ist, wenn der wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein bisschen gruseliger oder so, keine Ahnung. Werden wir mal gucken. Auf jeden Fall starten wir mit Friedhof Jagd, das heißt, wir müssen wieder zu zweit Lichter anzünden, so lange wie es geht. Und am Ende müssen wir den Boss besiegen quasi, ja. Umso mehr Lichter wir am Leben gehalten haben, bis zum Ende der Runde, umso weniger Leben hat der Gegner und wir können ihn dann halt abfacken. Ja. Ich freue mich. Legen wir los. Legen wir los, ich bin bereit. Ja, der Einzige, der Schiss hat, bist ja du eigentlich. Was bin ich? Der Einzige, der Schiss hat, bist du. Ja, eigentlich will ich das Spiel gar nicht eigentlich spielen. Brauchst du keine Hose anziehen, kann einfach runterlaufen, oder? Ich hab gar keine an, Digga. Wer hat denn gesagt, dass ich eine an hab? Ist nicht, zieht nicht, oder? Ich mag es. Da weiß ich als nächstes Mal, wo ich meinen Taser hinschieße. Ich mag es, wenn es ein bisschen kalt ist. Okay. So, ich muss gerade mal gucken, wie die Dinger sind. Bleckt bei mir wieder unnormal, keine Ahnung warum. Wird von Mal zu Mal schlimmer, ey. Also, spendet bitte alle Panicho Geld, damit er sich einen neuen, besseren PC kaufen kann. Ich brauche einen neuen Rechner, ja, lass mich mal gucken, wo der ist hier. So 2K reichen. Oh, 3 und 4 ist zusammen. Alter, 3 und 4 ist hinten am Spawn, da kommen wir ja gar nicht raus. Wie war das? Er kann uns jetzt schon treffen, war das, ne? Ja. Er kann uns jetzt schon, ja. Ey, die sind hier hinten am Spawn, das heißt, wir kommen ja gar nicht weg. Wo ist er denn? Lad eh auf. Oh, der ist schon bei mir. Hau ab, hau ab. Ja, weißt du, was scheiße ist, dass der mich hier natürlich kriegen kann? Hinten in der Ecke, ey. Ich bin froh, dass die nicht rennen, du. Machst du 1 und 2 wieder? Ja, ich musste kurz vom Dings wegrennen. Ich mach wieder die einfachen, okay? Der ist aber. Der Typ ist aber gerade an der Stelle, wo wir hin müssen. Das war klar, dass die einfach. Ich geh einfach quer drüber. Warum ist denn das bei mir schon. Warum leckt denn das bei mir schon wieder so scheiße, Mann? Doch nichts geändert. Also es hat nichts mit dem Spiel zu tun, es hat mit Panichos PC zu tun. Das ist mein PC, der ist absolut schlecht, Mann. Muss wahrscheinlich echt mal. Kommt er wieder? Oh, die Musik. Ich muss rennen. Muss ich mal eine Woche. Was ich noch nicht so schnalle, vielleicht kann es das. Oh nein, er kriegt mich. Oh, ich bin schon tot, schon wieder. Ja, Alter. Hä? Kann er nicht wahr sein, nee. Okay, ist so schlecht, oder? Was ich nicht verstehe, ist diese letzte Anzeige ganz unten. Diese rote. Ist das der Herzschlag? Die letzte, die rote. Ja. Ganz oben ist Energie, in der Mitte ist Ausdauer und ganz unten weiß ich noch nicht, was die zu sagen hat. Vielleicht bist du irgendwie nochmal mega erschöpft, dass du wirklich stehen bleibst oder so und nicht mehr laufen kannst, weißt? Wenn die irgendwie, weiß ich mal, dass du irgendwie richtig ausgepowert bist, wenn du, oder keine Ahnung, vielleicht kriegst du auch einen Herzinfarkt oder so, aber die fühlt sich jetzt bei mir auch. Muss ich das wieder alleine machen? Ist doch ja, krass. Du weißt ja, wie das ist. Wie bei Battlefield, ne? Wir dürfen die Map nicht mehr spielen. Ich gehe immer als erster drauf. Rastet aus. Aber die Runde ist ja gleich vorbei. Ich werde ihn natürlich nicht umbringen, so, weil der portet sich ja hinter mich. Und auch wenn Pixon Studios gesagt hat, dass sie das wohl noch ein bisschen ändern wollen. Ist gut. Es wäre gut, wenn er sich so porten könnte, dass man vielleicht noch abhauen könnte. Ja, irgendwie. Oder wenn er irgendwie 2 Schläge weniger bräuchte, um einen zu töten oder irgendwie so. Weil bisher war es immer so gewesen, wir wissen nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber bisher war es immer so gewesen, dass wenn du getroffen wurdest, dich auch so gut wie gar nicht mehr richtig bewegen konntest. Ach so. Und das ist schon wirklich, oh da hinten, ich muss zu eins, wo ist denn der Gegner, siehst du den? Ja, wo ist der Gegner? Lauf, ich kann nicht laufen. Scheiße, und jetzt? Meine Ausdauer ist komischerweise plötzlich weg, eben war sie noch voll. Siehst du den? Wo ist denn der? Ich sehe nicht, ich sehe nur dich, ich bin hinter dir. Scheiße, Mann, ich muss zurück zu den anderen Zweien. Da ist er. Da hinten ist er. Scheiße, das ist das da hinten. Das ist das ist fehlgeschlagen. Ist fehlgeschlagen. Du musst jetzt kämpfen. Ja, aber nur eins. Ach so. Nee, noch nicht. Ich hab doch hier noch 3. Stimmt, ja. Aber wenn er jetzt kommt, dann. Ich muss mich bloß erstmal schnell aufladen, weil das sonst funktioniert das nicht. Das Auto steht vorm Tor. Wir haben noch Zeit. Ich lade jetzt mal kurz meine Ausdauer auf. Schöne Haare hast du. Ich krieg den nicht down. Wenn das bei mir nicht so lecken würde, dann wäre das einfach. Aber jetzt durch das Lecken treffe ich den natürlich auch nicht. Das ist jetzt die Entschuldigung dafür, dass ich ihn nicht töte.
Er kommt zu mir. Duck dich mal, duck dich mal. Er sieht mich trotzdem, Digga. Lauf, lauf. Was war denn das für ein Spielmodus im Haus, wo er uns nicht gesehen hat? Ego, hier, War auch Jagd ein. Suizid, oh, wieder. Wie heißt denn der zweite Spielmodus? Ego ist... Suizid. Suizid? Ich überlege jeden. Also lieber Sky als vierter Spielmodus, als Vorschlag Suizid. Ja. Auch wenn ich den Sky antworten möchte oder so. Ich wollte schon so oft schreiben, wie der Modus heißt, aber mir fällt der Name dann einfach nicht ein. Das ist einfach der Modus, so wie du immer. Also es ist eigentlich du, Egoist. Egoist? Ja, wie das Parfüm. Jetzt kann ich es mir merken, jetzt hast du eine Eselsbrücke gemacht. Ja. Die Eselsbrücke ist geschaffen, Mann. Ey, guck mal, wie ich das hier meister käme. Ja, ich weiß nicht, Das ist eine Lusche, Mann. Guck mal, ich muss das Ding ja alleine. Ist das Hardcore-Modus, oder? Weißt du, was schlimm ist? Meine Ausdauer ist jetzt weg. Ich muss jetzt wirklich warten, ansonsten kann ich vor dem nicht wegrennen. Wo ist denn der Typ? Sei gleich das weg, ich krieg jetzt meine Waffe gleich. Kristalle sind alle aufgeladen. Also der hat jetzt, glaube ich, 50 Leben. Vielleicht ein bisschen mehr. 50 ist nämlich Minimum. Da hinten ist er rechts. Ich sag, du schaffst es. Du könntest eigentlich von Weitem schon probieren, oder? Der ist rechts hinten an der Hecke. War nicht unendlich Muni, Mann. Der portet sich ja weg, das ist ja die Kacke. Achso, stimmt, der portet ja. Da ist er. Lauf, 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 lad nach und lauf. Sabi. Ach, übrigens, der ist hinter mir. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Ich höre den Bus immer hinter mir irgendwo. Wo ist er denn? Na, da ist er. Ach, du siehst ihn gar nicht. Das ist die Wolke immer da. Ich sehe ihn einfach nicht. Ich weiß echt nicht, wo er ist, ne? Ich weiß nicht, wo er ist und zack, steht er vor mir. Er portet sich direkt vor mir, Mann. Oh je, Mini. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel Leben ich ihn abgezogen habe. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ey. Zurück zur Lobby. Ich glaube, das sieht man, glaube ich, ne? Aber habe ich gut gemacht, oder? Also hast du super gemacht. Ohne, dass ich ganz gut gemacht habe. Ich bin ein krasser Typ. Ja, ich weiß. Voll krass. Ja. Was wollte ich noch sagen? Guck mal kurz mal in den Einstellungen. Wir müssen das nächste Mal die Spielkonfiguration mal den Server auf öffentlich machen. Vielleicht kann es noch jemand anders beitreten, der es gerade spielt. Oder wir treten bei, weißt du? Das ist ja nicht so, dass es separate Server sind, sondern einer ist immer der Host. Oder der Host. Der Host. Der Host, ja. Der Host. Einer ist der Host. Wie früher bei Rainbow Six und die anderen kommen auf seinen Server mit drauf. Oder du leitest das. Müssen wir da mal probieren, ob das klappt. Ja. Eine Runde noch, oder? Wollen wir nochmal Wald machen jetzt? Klar, machen wir nochmal Wald, ja. Du musst ready machen. Ja, ich bin ready to rumble. Mich täte echt mal interessieren, wie oft ich den noch jetzt hätte treffen müssen für einen Kill. Ganz cool, also, ich kann mich dran erinnern, wo wir gekillt haben. Ich habe bestimmt 8-mal draufgeschossen auf ihn letztes Mal. Da hat er 100 gehabt. Ich denke, jetzt haben wir 50 vielleicht 10 bis 15 Schüsse. Ich denke mal, noch eine Ladung hätte es vielleicht funktioniert. Oh, hier läuft es schon irgendwie besser, Mann. Die Map ist zwar größer, Alter, aber läuft. Ich muss kurz mal gucken, wo wir sind. Okay, da ist ein. Guck mal, wo sind denn die Dinger hier? Wen hast du, Wallach? Das ist der Typ mit dem Schwert, ne? Ja. Aber ist der hier drin? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt drin ist. Okay, dann gehe ich mal zu 1K. Ich mach 3, es ist natürlich blöd. Du müsstest 3. Ich bin bei der 1 jetzt. Ich müsste 2 machen. Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Er dürfte mich nicht sehen. Dann renn ich zu 4. Rennst du zu 2? Die 2 ist richtig assi, da musst du hin. Ich bin ja schon bei der 2. So ein richtiger Bastard. Wieso muss ein Assi zu 2? Hast du die 2? Ich habe die 2, ja. Nee, die 2 ist noch nicht aktiviert. Ja, komm zu mir, warum ist der bei mir? Oh, ich war beim falschen. Sorry, ich war beim falschen Ding. Mach schnell, der Gegner kommt. Wo ist die 2 hin? Ach, jetzt sehe ich sie. Digga, mach schnell, bevor das Ding kaputt ist. Ich renn zu 3 wieder. Okay? Hab's. Ich geh zu 3. Okay, ich geh zu 4. Ich glaube, auf der Map kriegen wir ihn wieder. Renn, du Sau, renn. Noch hast du Zeit. Ich duck. Lass dir ruhig Zeit, ne? Umso länger wir warten, umso weniger. Ich duck mich! Hä, er kriegt mich trotzdem, auch wenn ich mich geduckt habe. Ah, Mist. Ich glaube, die Musik muss ausgehen. Ich habe mich da letztes Mal oben im Gras versteckt.
Lieber Herr Sky, wir müssen das Spiel für Katastrophenmann einfacher machen, damit ich hier noch Mitspieler habe. Übrigens, finde ich den anderen Dr. Walker so geil gewählt, den Namen, weil er walkt ja eigentlich nicht, weil er schwebt, ne? Warum heißt er Dr. Der Walker? Der Schwebende. Der Schwebende, ich erinnere mich. Muss ich das wieder alleine machen hier, Mann? Ja, das ist halt so, du bist einfach der Beste. Ich wollte es nicht sagen, Kay. Du weißt, ich schaffe auch keinen Sekiro und so, weißt du, aber du schaffst alles. Ein krasser Dude. Du bist ein krasser Panne. Ist auf dem Berg hoch, oder? Ja, geht nicht. Das ist schade. Das hat er wahrscheinlich mit Absicht gemacht, weil sich die Call of Duty-Spieler sonst da oben hinlegen würden. Das kann natürlich sein, ja. Weil die würde ich machen, als Call of Duty-Spieler. Man kann die Runde so gewinnen, wenn man da oben die ganze Zeit rumliegt, weißt du, auf dem Berg. Ich als aktiver Pro-Gamer würde das machen. Ja, müssen wir mal probieren. Die drei verkacke ich. Ja, lass doch einen aus. Mann, das ist doch scheiße. Ich will alle Dinge haben. Aber eigentlich... Komm, lauf doch. Vielleicht schaffe ich es noch. Eigentlich sollte es schaffen, komm. Wo ist die drei? Eben war die drei noch hier. Sie ist ganz woanders. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Ich hab's noch. Geil, Mann. Ach, ich muss den Sky noch einen Vorschlag machen. Ja, jetzt muss ich zu viel wieder. Schaffe ich nicht mehr. Zu viel komme ich nicht mehr. Meine Ausdauer ist hin. Du hältst was zusammen, echt, ja. Da links ist noch eine. Ist sie schon aus? Nee, ich gehe erst zu 2 und dann zu 1. Einer ist fehlgeschlagen. Wie kann er mich denn jetzt sehen? Kann ich eigentlich nicht sehen. Duck dich und dann sieht er sich nicht. Bei dem Musik aber nicht spielen. Ja, dann gehe ich drauf, so wie du. Nee, bei mir hat er Musik gespielt. Ja, dann kannst du es, glaube ich, nicht mehr ab. Nee, ne? Dann weiß er, wo du bist und verfolgt dich, ja. Steht einen Meter vor dir, du duckst. Ja, das war ja mein Fehler. Mach ich immer so. Das nennt man auch Call of Duty. Ja, auch beim Türsteher bei der Disco. Ich duck mich, dann sieht er mich nicht. Ja, bei Call of Duty ist ja auch so, oder bei Battlefield. Ja. Wenn die Gegner dich sehen, legen sie sich hin, weil dann denken sie, du siehst sie nicht mehr. Ja. Weil ich ja immer geradeaus gucke. Katastrophenmann zockt zu viel Call of Duty. Ja. Stimmt allerdings. Ich bin froh, dass es mal so ein Spiel ist. Leute, falls ihr auf Call of Duty steht, der Cayman streamt das auf Twitch. Falls ihr da mal Bock habt. Erfolgreich. Streamst du das noch, ja, ne? Erfolgreich. Streamst du das noch, ja, ne? Ja, ja. Immer ganz oben auf der Liste. Falls ihr da mal Bock habt, er zockt auf PC. Vielleicht könnt ihr auch mal mitzocken oder so. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr mal zugucken auf Twitch. Katastrophenmann, der Kanal ist natürlich verlinkt unten in den Kommentaren. Ist er das? In der Videobeschreibung. Genau, jetzt hab ich's. Ich bin froh, dass mal so ein Spiel zur Abwechslung ist, was Schönes da. Das beruhigt, ja, das weißt du, das beruhigend, so zu schreien im Wald. Das beruhigt. Die letzte Folge war geil, wo ich mich mal erschrocken habe. Hast du gesehen, Kay? Hast du das gesehen? Ja, klar, habe ich das geguckt. Wo ich mich erschrocken habe. Da hast du doch gelacht, als ich mich so erschrocken habe. Ich lache dich immer aus, wenn du dich erschreckst. Dankeschön. Ja, ich weiß. Das ist Freundschaft. Gegenseitig auslachen. Übrigens, ich habe mir so ein neues Minigame ausgedacht für das Spiel. Wir treffen uns auf dem Spielplatz und machen Flaschen drin. Ja, ja, die Flaschen sind ja schon da. Die Flaschen sind schon da. Übrigens, nur zur Info, ich habe das den Sky mal gesagt, und zwar der Modus Egoist, ne? Ja. Der war ja auch mega geil. Warte mal, wie war denn das gewesen? Wie war denn das gewesen? Ach so, dass die Gegner dich trotzdem jagen. Weißt du, ich meine, die jagen dich die ganze Zeit und du musst trotzdem die meisten Lichter aktivieren. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, ja. Es ist schwierig, ihn zu treffen, ne? Da kommt immer in die Nähe, ne? Alter! Wo ist er hinter dir wieder? Was soll ich machen? Ja, die Abfrage, also müssen wir noch ein bisschen verbessern. Muss ich wirklich sagen, das finde ich echt blöd. Vielleicht kann man ja einstellen, lieber Sky, dass er vielleicht 5 Meter entfernt spawnt oder so, weißt du? 5 Meter irgendwo vor mir, hinter mir, seitlich, keine Ahnung. Aber irgendwie so einen gewissen Abstand, dass man noch eine Chance hat irgendwie, weil das... Ja. Ich habe gar keine Chance überhaupt, irgendwas das zu stimmt. Schade. Schade, Mann. Ich würde ihn gern... Ja, soll ich auch allein machen. Das war eine schöne Runde, die du uns gezeigt hast, Panne. Schöne Runde, schön, dass ich zugucken durfte. Schön. Lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat, Kay. Mach ich immer. Auch wenn es mir nicht gefällt. Ja. Klar, danke. So muss das sein. Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir machen erstmal Schluss hier. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter mit, wahrscheinlich machen wir nochmal Horrorhaus und dann zocken wir Egoist nochmal. Der übrigens absoluter Favoritenmodus. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir sagen danke. Wie gesagt, Pixon Studios Internetseite ist unten verlinkt, genauso wie die Steam-Seite ist verlinkt und der Kanal vom Katastrophenmann ist auch verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, eine Bewertung bei mir, bei Kay und vielleicht sogar auch auf der Steam-Seite irgendwo bei Beyond Senses. Würde uns natürlich freuen. Und wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr euch natürlich bei uns melden. PC, ja, wäre cool. Wir würden auch dann Key zusammen sponsoren und genau. Wäre auf jeden Fall nice. Danke, Kay, fürs Mitzocken. Gerne doch, bis zum nächsten Mal. Und bis dann, macht's gut. Tschüssi. Ciao.